Ich habe es eingangs schon gesagt, Peter Schollatour ist für mich der Experte in Sachen eigentlich weltweite Krisenherde überhaupt. Und umso überraschter war ich, wie wahrscheinlich die meisten von Ihnen, als es plötzlich hieß, so wie damals bei Gerhard Schröder, als die Cousinen aus dem Osten kamen, Menschenskinder, auch bei Peter Schollatour ist ein Cousin aus dem Osten überraschend aufgetaucht. Lothar Schollatour, unsere Starreporterin Katrin Bauerfeind, hatte dort, wo im Grunde die Afghanistan-Konferenz ihren guten Weg nahm, auf dem Petersberg bei Königswinter, ein Gespräch mit dem Experten zu sprechen. Bauerfeind Spezial, Zeit zu zweit. Krisenkriege und Konflikte, das ist die Welt des Peter Schollatour. Doch der wahre Experte der Familie ist sein Cousin aus dem Osten, Lothar Schollatour. Ich treffe Lothar am Petersberg in Bonn. Spontan lädt er mich zu seiner morgendlichen Meditation ein. Wenige Politiker, Generäle oder Afghanen kennen Afghanistan so gut wie Lothar. Altkanzler Schröder hat ja jetzt gesagt, bis 2015 muss Ende sein in Afghanistan. Glauben Sie, 2015, das ist realistisch? Ich weiß, 2015, 2016, 2016 ist vollkommen egal. Wenn Sie so einen Einsatz machen, müssen Sie Bereitschaft haben, brutal zu sein. Das heißt auch, gibt es natürlich Tote, nicht wahr? Das ist ein Krieg, das ist keine Bingo-Runde. Und mit Zahlen kommen wir hier gar nicht weiter, zumal die Zahlen für orientalische Menschen überhaupt keine Rolle spielen. Ich war da, ich war im Hindukusch, ich war in Kabul. Ich war in Helmand, ich war in Pakistan, wo sie im Grunde mit hysterisch leicht erregt waren, politischen Menschen zu tun hat. Das ist vollkommen lächerlich. Das ist ja wie bei uns in Rheinland-Pfalz, nicht wahr? Also das ist vollkommen historisch, nicht wahr? Um sich auf Kriegseinsätze in Asien, Afrika und Australien vorzubereiten, verfolgt Lothar leidenschaftlich den Wahlkampf in Deutschland. Kürzlich kam das viel kritisierte TV-Duell im Fernsehen. Jetzt ist die Frage, lag es wirklich an Frank-Walter Steinmeier und Angela Merkel oder haben es nicht am Ende auch die Moderatoren einfach nicht so gut gemacht? Die vier waren ganz in Ordnung. Ich meine, die können das. Im Grunde gibt es nur einen, der das kann und auch die Kompetenz hat bei den Zuschauern. Ich meine, das ist Jauch. Jauch muss sowas machen. Aber es scheint momentan in einer depressiven Phase zu sein. Also dieses Interview gelesen, ich war im Zeitmagazin und sagte, der Mann hat eine Krise, nicht? Denn hätten wir früher vier Wochen in Puff nach Saigon geschickt, wo er sich die Seele aus dem Leib vögelt und Opium und Gin und so weiter und dann ist das Problem gelehrt. Aber Günther Jauch konnte ja aber auch nicht so viel mit dieser Diskussion anfangen, mit dem TV-Duell. Sagen natürlich an Leute wie Stoiber, Wovereit und Peimann, komplett keine Ahnung, die politisch völlig ahnungslose. Ich habe mich gewundert, dass Will ihn eingeladen hat, denn nächstes Jahr ist Will natürlich weg, nicht wahr? Dann kommt Jauch und macht die politische Sendung und dann ist Will weg, Plasberg wahrscheinlich auch, dann räumt die ARD auf, dann macht das alles Jauch und so. Naiv im Grunde den Feind ins Haus zu bitten, aber durchaus orientalisch. Mit diesen persönlichen Worten endet mein Besuch bei Lothar Schollatour. Gerne hätte ich noch stundenlang mit dem Veteran der Herzen über Schlachten und Scharmützel geredet. Zu weich, zu dekadent, zu westlich. Ich war ja da.